Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu der heutigen Legung. Ja, seine Gedanken und was gibt ihm denn keine Ruhe, was beschäftigt ihn? Welche Gedanken kreisen in seinem Kopf? Vielleicht ist da irgendein Gedanke, wo er denkt, oh, das ist ja schon mal so belastend, dieser Gedanke. Und falls das der Fall sein sollte, werden wir heute es uns anschauen. Ja, wie du siehst, ich habe schon angefangen zu mischen mit einem Deck. Das hier ist Starman Tarot. Starman Tarot, inspiriert durch David Bowie, durch seine Kunst, ja. Da sind hier auch ganz, ganz viele Symbole, ganz viele Kleinigkeiten abgebildet, ja. Na gut, dann können wir ja schon mal loslegen, ja. Loslegen. Wortwörtlich, loslegen. Dann legen wir mal los. Ja, meine Lieben, danke für eure Unterstützung, für eure Likes, eure Kommentare, eure Abos. Vielen Dank auch für die Unterstützung meines neuen Kanals Boost Life Coaching. Danke, dass du auch, falls du da warst, dass du dort auch aktiv bist. Vielen herzlichen Dank. Die liebenden zwei der Kelche. Was ist hier los? Was ist bei euch los? Jetzt nochmal, ja? Nicht jede Legung muss mit dir resonieren. Wollen wir das so machen? Okay. Falls du merkst, es ist nicht deine Legung, dann bitte such dir ein anderes Video auf meinem Kanal aus. So einfach, so easy peasy geht das. Ein sehr interessanter Anfang. Wow, es wird noch interessanter, es wird noch kelchiger. Es gibt noch mehr Liebe, Liebe, Kelche, Kelche. Okay, so, so. Habe ich nicht explizit irgendeine Frage gestellt. Aus diesem Grund muss ich erstmal ablesen, was das hier alles ist. Was ist das Ganze? Okay. Königin der Schwerter. Ich vermute, das bist du. Das ist deine Energie. Interessanterweise sehe ich ihn jetzt in dieser Trumpfkarte hier, das ist der Wagen. Und zwar, er ist jetzt in solchen Energien, ja, wie dieser Mensch hier ungefähr, ja, da kannst du ruhig auch assoziieren und überlegen, er hat auch ein Schwert. Du bist die Königin der Schwerter und hier ist auch jemand mit einem Schwert abgebildet. Was heißt das für uns? Eine simple, eine klare Idee, die er verfolgt. Ein Ziel. Zielstrebigkeit. Und hier, sein Wagen sieht für mich sehr monoton aus. Was heißt das? Denn meistens kommt auf dieser Karte, auf dieser Trumpfkarte es vor, dass sei es Tiere gibt, Pferde gibt, ja, schwarz und weiß als Farbe. Und hier sehe ich eher etwas Goldenes, ja, das ist etwas mehr Lichtvolleres. Das heißt, für mich, wenn ich jetzt so bildhaft mit dir spreche, ein Ziel, ein homogenes Ziel, ja, etwas Homogenes, tatsächlich etwas wie solch eine Masse. Ja, wenn du die Sahne aufschlägst, dann bekommst du eine Masse. Und das ist etwas
Ganz klares, ganz simples und deutliches. Weiter geht's. Was will er mir hier sagen? Hat er genug gewartet? Hat er genug gewartet? Er denkt, dass er hier genug gewartet hat. Jetzt muss er handeln. Jetzt muss er sich ins Zeug legen. Jetzt muss er die Zügel in die Hand nehmen. Jetzt muss er los. Loslegen. Loslegen. Wenn er noch länger warten würde, dann kann er hier leer ausgehen. Da kann er hier wirklich leer ausgehen und viele diese, all diese wunderschönen Kelche hier verlieren. Ja, heute rede ich irgendwie sehr, sehr, sehr bildhaft mit dir. Das ist auch okay so, ne? Weil auch die Sprache der Karten eben bildhaft ist. Und unser Unterbewusstsein reagiert auf Bilder und Symbole besser. Ja? Und wenn nicht sogar nur auf Bilder und Symbole. Besser als auf die Sprache. Oder in Bildern, ja, wenn man in Bildern spricht, in Metaphern. Zusammenhang, was ist das hier? Er will hier etwas zu Ende bringen. Etwas so harmonisch wie möglich vollbringen, etwas erledigen, etwas machen. Ja, loslegen, das ist klar. Und dennoch etwas zu Ende bringen, wenn es nicht zu Ende geht, dann muss er das zu Ende zwingen, dass es zu Ende kommt. Er handelt hier im Namen der Liebe. Sind wir jetzt in seiner Gedankenwelt? Du merkst ja das. Ja, das sind so seine Gedankengänge. Ich muss etwas unternehmen, was zu Vollendung führen wird. Er hat ganz viel Energie. Er hat gedanklich ganz viel Energie, die er in sich spürt, und er weiß, das sind Zwangsgedanken sogar. Das ist solch ein Zwang. Was ist ein Gedanke? Was ist das? Ja. Ein Zwangsgedanke, er muss es so gut wie möglich lösen. Ja, es geht eben im Namen der Liebe zu handeln, sich gut zu zeigen. Das ist ein Zwangsgedanke und das lässt ihn auch nicht los. Wie sieht er dich? Lass mich mal ein wenig auf dich schauen. Schön, selbstbewusst. Königin der Kelche. Königin der Kelche, die dicht machen würde, wenn ich jetzt das hier nicht tue. Du merkst schon, für einige kann das sogar ein Aus bedeuten. Für die anderen kann es bedeuten, dass er nun mal etwas unternehmen muss, damit es kein Aus ist für euch. Ja? Es geht hier um Abschluss. Etwas vollbringen, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und er ist sich hier sicher, dass er das sich nicht nur rein fantasiert hat, dass es hier zu Ende gehen könnte, sei es auch durch deine Initiative, wo du dann blockierst und sagst, na gut, mein lieber Freund, ja, du tust es nicht, du machst es nicht zu Ende. Okay, dann beende ich das. Auf meine eigene Art und Weise. Ja, ich frage dich nicht, wie ich das zu beenden habe. Ich mache einfach, was ich will. So, sollte ich noch hier diese Karten nehmen? Ich will jetzt in deine Energien mal ein wenig eintauchen und schauen,
Was ist das? Was ist das? Schaffenskraft, Schaffenskraft umgedreht. Schaffenskraft umgedreht. Aha. Jetzt kommt mir noch ein Vergleich in den Sinn. Du wirst diese Kürbis hier nicht in seine Kutsche, in seinen Wagen verwandeln. Ja? Da soll er es schon selbst. Hier. Diese Tiere hier zum Ziel bewegen. Ja? Aus dieser Kürbis entsteht sein Wagen. Und er hat, sei es bis Mitternacht, Zeit, das Ganze hier zu vollbringen. Denn du machst es auf deine eigene Art und Weise. Und sehr kreativ willst du hier nicht sein. Du bist hier auch vielleicht sogar eher skeptisch eingestellt, was das Ganze hier angeht. Ja? Und was sein Tun angeht, bist du eher skeptisch eingestellt. Und er, wie ist er denn hier eingestellt? Klärung. Alles klar. Klärung. Er will es klären. Er muss es klären. Es geht nicht ohne zu klären. Irgendein, sei es abschließendes Gespräch, ein Gespräch, um etwas abzuschließen, ein Gespräch, um etwas zu beenden, ein Gespräch, um etwas, sei es Schmerzvolles zu beenden, ein Gespräch, um einfach die Transparenz wieder mal zu bekommen. Und dieser zwanghafte Gedanke kommt immer wieder mal bei ihm auf. Du bist sehr attraktiv. In seinen Augen bist du wirklich attraktiv. Du bist sehr anziehend. Du bist wirklich nach seinem Gusto. Ja, du bist wirklich diejenige, als ich gefragt habe, ja, wie sieht er dich sofort? Leider oder zum Glück, ja, diese neuen der Münzen, du ziehst ihn magisch an. Immer noch. Also, sonst würde er ja hier nicht solch eine Bedeutung diesem Tun hier schenken. Sonst wäre er nicht in dieser Energie eine Trumpfkarte zu lesen. Ja? Das ist hier etwas ganz, ganz Ernstes. Und du bist nicht irgendjemand. Ja? Du bist noch die Königin der Kelche. Du bist diejenige, womöglich weiß er, dass du noch Gefühle für ihn hast oder du hast für ihn Gefühle. Und das weiß er und das ist attraktiv. Auch das ist attraktiv an dir. Und er würde das auch hier, er versteht es, ja? Dass wenn du abblockst, wenn du sagst, du, ich habe für dich Gefühle und wo sind deine Gefühle? Zeigst du mir deine Gefühle? Hast du überhaupt Gefühle? Ja, wenn du die hast, dann zeig sie mir. Warum versteckst du diese? Und wenn du diese versteckst, dann hast du keine. Ja? Und dann wirst du hier ganz radikal, wie die Königin der Schwerter das eben tut. Sie zückt ihr Schwert und sie macht einfach Cut. Ja, Cut. Einen harten Cut nennt man das auch in Filmografie. Ja? Einen harten Cut machen. Was sollen wir noch erfahren? Gelassenheit. Gelassenheit. Erfüllung. Meine Liebe, Kraft. Du darfst, was das Ganze hier angeht, positiv bleiben, gelassen bleiben. Wenn es sein soll, dass er das Ganze doch noch in die Tat umsetzt, wenn das nicht nur in seinem Kopf bleibt und nur noch sein Drehbuch in seinem Kopf bleibt, sondern er sagt, nein, ich will diesen Film jetzt aber drehen. Ja? Ich will, dass es auf die Leinwand kommt, auf die Lebensleinwand kommt. Was dir bleibt, einfach abzuwarten sei es. Ja, einfach kraftvoll zu sein, gelassen zu bleiben. Und hier vermute ich sehr stark, dass das nicht nur auf seiner mentalen Ebene bleiben wird. Ich schaue jetzt, weil wir da eben jetzt dabei sind, ja, ich schaue jetzt ganz genau mir das Ganze an, wie das aussehen wird. Jetzt vielleicht doch noch ein Rat von den Engeln. Ein Rat von den Engelchen. Maya.
Lernen und dich weiterbilden unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und dein persönliches Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen, lernen und dich weiterbilden. Unterstützen deine Lebensaufgabe. Ich nehme mal die Karten wieder ins Deck, denn ich möchte jetzt schauen, was wird denn hier erschaffen. Denn hinter jeder Erschaffung steht ein Gedanke. Und dieser Gedanke ist mir zu penetrant. Ich kann mir schlecht denken, ich fühle das auch nicht, dass er das verwerfen wird. Das ist zu stark. Das ist definitiv zu stark. Das ist ja fast schon geboren. Ja, dass dieser Gedanke will das Licht sehen. Aus der Dunkelheit kommen, ja? Auf die Welt. In die Welt. Okay. Was wird er unternehmen? Es ist nicht einfach. Es ist für ihn auch nicht einfach. Das ist wie so eine Tortur. Aber es nicht zu tun, ist noch schlimmer. Es ist fast schon überwunden. Es ist noch schlimmer als zu handeln. Und das ist schon so schlimm, dass das schon ein Ende sein muss. 10 der Stäbe. 10, ja. Bald ist es wieder durch, ja, bald ist es wieder 1. 10. Und das dauert nicht mehr lange, ne? Auch zeitlichen Faktor kann ich dir hier nennen. Es dauert nicht mehr lange. Eine Woche, ein Monat, ein Tag. Manch einer wird sich melden. Manch einer wird Kontakt aufnehmen. Ja, ich sehe hier einen Brief beispielsweise. Hier sind so viele Details. Das sind sehr interessante Karten. Ein Angebot. Eine Meldung. Ein Vorschlag. Vorschlag und sein Auftauchen. Mehr ist das hier. Ja, das ist mehr so diese Energie. Er wird sich hier querstellen. Er will nicht, dass du das Ende hier vollbringst. Er sagt, das ist nicht ihre Aufgabe. Er muss etwas klären, er muss etwas vollbringen. Damit die Ruhe einkehrt. Ich vermute, er hat keinen seelischen Frieden auch, ja? Er findet keinen seelischen Frieden. Er wird genötigt zu handeln. Jetzt überleg mal, wie kann er handeln? Wie kann er in deinem Leben aktiv sein? Ja, womöglich dieser Gedanken, den du jetzt hast, ja, das ist der richtige Gedanke. Genau das, an was du gedacht hast. Kein Zögern mehr. Nichts mehr in die Zukunft verschieben. Nichts mehr in die Zukunft verschieben. Was sollst du denn hier aus dem Ganzen noch ziehen? Falls er abgetaucht war, ja, dann ist es wieder on. Er ist wieder online. Ja. On, zugänglich. Wieder erreichbar. Denn er wird hier aktiv sein. Und so wie er das klären muss, so wird er das auch klären. Was sollst du denn noch jetzt wissen?
Was sagt die höhere Macht? Was sollst du jetzt wissen? Was wäre für dich richtig? Wie sollst du dich hier verhalten? Aha, wie die Sonne, ja? Wie die Sonne. Sonne kann auch verbrennen. Ja, Sonne kann auch gefährlich werden. Wie die Sonne sehr selbstbewusst, sehr lichtvoll handeln und auch, meine Liebe, für die Klärung sorgen, denn die Sonne, die bist du. Und du bist eben diejenige, die scheint. Ja, du gibst deine Wärme ab, du gibst dein Licht ab. Er darf dein Licht sehen. Klären soll er. Klärung kommt. Jetzt nochmal die Bestätigung. Die Klärung kommt. Die Klärung wird hier kommen. Er weiß schon sogar wie. Ja, das hat er schon alles ausgebrütet in seinem Kopf da oben. In der Kiste hat er schon alles ausgebrütet. Wie soll das vollzogen werden? Aber die Klärung muss, die Sonne muss scheinen. Ja, die dunkle Nacht ist vorbei. Und die Sonne, die bist du, habe ich gesagt. Ja? Denn du sollst scheinen, er soll dein Licht sehen. Er will dein Licht sehen. Du bist eine wichtige energetische Quelle. Du bist eine Quelle, eine sehr wichtige. Du bist ein Stern, ja, auch ein Stern. Schau dir dann an, was er dir anbietet. Gibt er dir 6 Münzen oder gibt er dir nur 5 Münzen? Ja? Und dann überlegst du, nimmst du 6 Münzen oder sagst du, weißt du, eigentlich lebe ich gerne im Mangel, ja, ich leide gerne, ich lass mit mir Dinge machen, die mir nicht gefallen. Das ist jetzt an dir. Da überlegst du dir, welche Pille nimmst du, blaue oder rot, ja? Wohin willst du? Welche Matrix ist deine Matrix? Ja, meine Liebe, ich denke, das ist hier mehr als eindeutig. Jetzt noch eine Energie. Kreativität. Hier kommt eine sehr starke, auch männliche Energie, auch bei dir. Ja, so eine Yang-Energie, so ein Tun, Machen. Kraft, dynamisch sein. Ganz maskulin, autoritär, Vater. Ja. Okay, meine Liebe, ich bin mal gespannt auf dein Feedback, wie diese Legung mit dir resoniert hat. Freue mich auf deine schönen Kommentare. Vielen Dank dafür. Hinterlasse mir auch gerne ein Like. Vielen lieben Dank, das unterstützt meinen Kanal. Vielen Dank. Ich stehe dir auch für eine private Legung zur Verfügung. Und falls du noch an dem Kurs Energien der Herrscherin ab dem 01.02.2023 teilnehmen möchtest, da kannst du dich noch uns anschließen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn es dich denn anspricht. Alle weiteren Informationen sind genauso in der Videobeschreibung. Mach's gut, meine Liebe, und bis zum nächsten Mal. Ciao.